Wir testen eine Woche lang virale TikTok-Food-Trends und heute mit Wassermelonen-Feta-Salat. Ida da Kimas. Dafür brauchen wir erstmal eine Melone. Ich brauche obviously nicht die ganze Melone, deswegen schneiden wir uns die Hälfte erstmal weg. Ich schneide erstmal die Schale ab. Mit der Schale könnte man theoretisch Melonen-Kimchi machen. Vielleicht das nächste Mal, I don't know. Es gab auch Rezepte, halt, wo die den Rand genommen haben und damit so Kimchi gemacht haben. Aber ja. Erstmal Schale ab und dann würfeln. Ich habe die Melone jetzt geschnitten und so gut das ging entkernt. Wir müssen jetzt noch eine Zwiebel schneiden. Zwiebel schneiden ist so gar nicht mein Favorite Part, weil ich immer weinen muss, aber eine rote Zwiebel kommt auch dazu. Am besten würde ich sagen, so dünn wie möglich schneiden. Die Zwiebeln kommen dann auch mit hier drauf. Ich raste euch komplett aus. Ich habe alles aufgenommen und dann sagen die mir, dass ich es nicht aufgenommen habe. Auf jeden Fall ist so unser Salat geworden. Ich habe einfach noch Feta drauf gemacht, dann noch Minze dazu geschnitten und dann das Dressing dazu. Es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt so machen muss, aber auf jeden Fall, das Dressing besteht aus Salz, Pfeffer, Olivenöl, Honig und Limette. Das war's. Dann kommt es oben drauf und dann können wir es gleich probieren. Ich bin einfach so genervt. Wenn es gut schmeckt, mache ich es einfach die Tage nochmal. Aber wir probieren jetzt einfach. Okay, Zeit zu probieren. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich versuche ein bisschen was von allen mit Zwiebeln, Feta und Melone. Itadakimasu. Es schmeckt tatsächlich richtig lecker. Ich bin gerade richtig baff von den Rezepten, die wir bis jetzt probiert haben. Ist das auf jeden Fall mein Favorite. Ich glaube, ich mache es die Tage nochmal und dann zeige ich es euch nochmal richtig. Aber auf jeden Fall 10 von 10 would recommend. Was sollen wir morgen probieren?